Was hat der? Knie. Ja, dann gehen wir mal schauen. Also ich bin der Dani Christler, stellvertretender Rettungschef. Da ist eigentlich so ein bisschen meine Aufgabe, hier oben zu schauen, wenn es einen Unfall gibt, dass man entsprechend kann ausrücken kann und dass der ganze Betrieb so läuft. Hast du gehört, Dani, einfach die Höhe von der zweiten Turmkanone? Ja, da habe ich gehört, zweite Turmkanone. Gehe ich schauen. Man kommt den Funkspruch über oder die Meldung, woher auch immer. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wo ist das überhaupt? Dann geht man mal schauen. Hallo miteinander. Wie geht's euch stets? Also zuerst beim Herfahren habe ich gesehen, dass drei Leute dort sind. Von Anfang an war es schon abgesperrt, es war übersichtlich. Also von dem her war aus meiner Sicht für die Sicherheit schon mal gesorgt. Man hat auch gesehen, dass die Leute sich bewegen. Also vor allem einer ist am Boden gehockt. Und der hat sich aber auch bewegt und das ist schon mal gut für mich. Dann weiss ich mal, okay, gut, die bewegen sich, der ist nicht bewusstlos und. Nachher wird der Patient eine Erstbeurteilung gemacht, wie, wo ist Patient kritisch, Patient nicht kritisch. Wenn Patient kritisch ist, stelle ich entweder Material nachbestellen, je nachdem, was schneller geht, oder ich bestelle den Helikopter. Er hat einfach Schmerzen gehabt, im Schuh drin selber und das Knie. Das ist eigentlich jeder dritte Einsatz ist eine Knieverletzung, so rein statistisch. Und aber dann gesagt, ja, das Knie tut mir ein bisschen weh, aber das Grundproblem ist sicher im Schuh drin. Der Schuh auch schon offen gehabt, er hat ihn zum Glück nicht ganz abgezogen gehabt, weil ein Schuh selber eigentlich eine sehr gute Schiene ist. Entsprechend konnte ich den Schuh mit der Schiene zu einer Einheit bilden und so in dem sind die verletzten Körperteile ruhig stellen, immobilisieren, dann in den Schlitten reinpacken und let's go. Wir sind statistisch in 6 Minuten nach Anruf beim Patienten und sind nach 43 Minuten im Spital mit dem Patienten nach Anruf. Ciao Dani, alles gut? Ja. Entsprechend über den Funk kann man hier funken. Die Zentrale tut das alles avisieren, tut das Spital avisieren, was das mir bringt. Männlicher Patient, 20-jährig, was auch immer, was denn ist, Knie oder irgendwie, dass die Bescheid wissen, dass die Ärzte genau dann auch schon wissen, wie wir wo. Was schön ist jetzt spezifisch von der Rettung, ist sicher, dass man helfen kann. Wir können mit relativ einfachen Mitteln viel machen. Also sprich, eben die Person aus seiner Notlage raus befreien in dem Sinne, können die wirklich auf dem Schlitten ins Tal abnehmen, weil sie selbstständig wahrscheinlich nicht mehr runterkommen. Das ist etwas sehr Schönes, dass man wirklich kann helfen. Also man sieht auch, dass man helfen kann und die Leute sind auch dankbar.